Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wie versprochen, machen wir natürlich mit der Quest weiter das Wundergemüse. Und wir müssen hier den Hof untersuchen, warum das Gemüse so schlecht wachsen tut. Weil es schlecht wachsen tut, aber es schmeckt halt nicht. Und es muss irgendwas im Boden sein. Und das wollen wir doch jetzt mal untersuchen. Und zwar in diese Richtung da. Hoffe ich doch. Das zeigt auf jeden Fall dorthin. Oder? Nee, doch, dorthin. So, eher in diese Richtung. Ja, okay, dann schauen wir dort mal hin. So. Aber es zeigt mir eher nach unten, oder? Ah. Okay, ich glaube, dann haben wir den Übeltäter schon gefunden. Und zwar, denke ich mal, ist es hier das Giftwasser. Was hier den Boden so faulen lässt. Ja. Oh. Da muss man Tropfen reinstecken. Na, jetzt müssen wir wieder nach oben, oder? Ich drehe euch. Ah, hier komme ich hoch. Stoppe das verdreckte Wasser, das aus der adanischen Basis in Gormod fließt. Okay, dann gehen wir doch mal in die Basis, wenn wir denn da hinkommen. Ja, dass wir sie durchschleichen können. Okay, jetzt Stufe 7. Okay, die Ding wäre schon richtig. Aber ich glaube, wir müssen auf den hinteren Turm. Ja, hier sind wir richtig. So, und drehen wir das blöde Ventil mal ab hier. Genau, das ganze Dreckwasser hier mal weg. Vielleicht kommt auch noch ein Schatz zum Vorschein. Können wir hier wieder runterjumpen? Hier können wir eigentlich runterjumpen, gell? Aber das sind ja immer Stufe 43 Gegner. Die machen uns natürlich platt wahrscheinlich. Dann gehen wir einfach durch. Die greifen uns gar nicht an. Ich denke mal, wir sind einfach zu niedrig sind für der Stufe. Komm out, komm out! Come out, come out. Na, geh halt hier hoch. Nein. So, jetzt bau an. Hören, zuhören. Ekliger Erdgeschmack ist plötzlich verschwunden. Gemüse ist jetzt lecki-schmecki. Also die Sache ist die, die was. Von der Diana-Basis die Giftbrühe in Erde geflossen? Oh, war also ganze Zeit Schuld von Moaidin, das Gemüse nicht so wollte, wie Numan wollte? Numan hat so hart für leckig-schmeckige Gemüse gearbeitet, umsonst. Numan fühlt von Nachricht getroffen wie von Donnerschlag. Tut mir leid. Numan wird schon darüber hinwegkommen. Numan wachsen an Aufgaben, hat Oma Pon immer gesagt. Also hat Numan neue Samen gepflanzt. Bitte nochmal mit Dünger helfen. Mei. Tura macht aus Flocky Locky. Bitte, danke.
Nein, was muss ich denn jetzt? Will ich denn jetzt noch über Nacht im Garten? Nein. When did it get so late? Oh, and I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Auch noch Fragezeichen. Du hast ganz viele Quests hier. Ich will den Überblick nicht verlieren. Did you have a restful sleep? Nice cat nap. Dann hoffe ich mal, dass die Quest jetzt abgeschlossen ist. Riesen Titanwahnsinn. What have we here? Ah, jetzt sind sie schön gewachsen. Okay. War geworden. Nein. Okay, abgeschlossen. Sehr schön. So, okay, dann würde ich das sagen, machen wir mit der Hauptquest weiter, aber... Ich werde auf jeden Fall die andere Quest da hinten noch annehmen. Weil da war nämlich auch noch ein Fragezeichen. Und das sehen wir natürlich mit. Würde eigentlich mal interessieren, ob man nicht das Tiger auch in andere, auf anderen Titanen irgendwo spielen kann oder ob das nur hier in Torigo geht. What's that sound? It's Gormati folk music. The instrument's called a Torigonda. It's what that girl is playing. She is pretty talented. Truly a balm for the soul. Hey, Ursula. How are you liking the music? Huh? It's good.
Come to think of it, you're a bit of a musician yourself, right, Ursula? Why don't you introduce yourself? Oh, no. I won't, I think. Hey there! Blade! Huh? I think she means Ursula. Yes. You look like a musician. Want to try playing my Torigonda? I'm not sure how. Hey, don't be shy. Give it a go. But I hate to impose. Nah, do it. Go ahead. You're one of us. So if you're interested in something, well, that makes us interested too. Hey, let's all go over and look. Okay. You came! You're really great at playing that thing. Well, thanks. My family make Torigondas, so I've been around them since I was just a baby. Playing one of these is simple, like talking for me. Ah, that's so cool. I've still got a fair bit to learn, though. Grown-ups aren't here can play and sing at the same time. Maybe you can, miss. Well, that's what your eyes seem to be saying anyway. I'd like to play something. But I'm just a bit... A bit too shy, maybe. It's okay. There aren't many people here. Yes, go on. Give it a go. Can't hurt. Yeah. We'd love to hear your playing, Ursula. Here goes. Just a little taste. Yeah! Gut. You're talented too, Ursula. Seems the people here appreciate it. That last bit was so good, too. Is that it? Ja, ist ein bisschen schüchtern, die Ursula. Haben Freunde kurz Zeit? Oh, wer du? Name ist Tippitappi. Beruf ist Musikproduzent. Beeindruckender Künstlername ist Tipptapp. Freunde bitte auch so nennen. Und wie können wir dir weiterhelfen, Tipptapp? Tipptopp für tiefe Herzensbewegung durch Lied von junge Dame dort. Du meinst Ursula? Oh, heißt also Ursula? Ursula, Tipptopp ist von Ursulas Gesang ganz verzaubert. Ursula könnte vielleicht mit Liedern ganz Allrest begeistern. Wie wär's, zusammen mit Tipptopp ganz Allrest im Sturm nehmen? Ursulas Lieder haben ungemeine Kraft. Das könnte ich nie. Ich bin viel zu schüchtern dafür. Und gut genug auch nicht. Ach was, Ursulas Lieder sind herrlichster Wohlklang. Wird klappen, keine Frage. Kann nicht schaden, es einfach mal zu versuchen, oder? Ja, aber... Komm, probier's einfach aus. Vielleicht kannst du gleichzeitig etwas von deiner Schüchternheit ablegen. Das wäre natürlich schön, wenn ich einfach mit allen sprechen könnte, ganz ungezwungen. Auch im Kampf möchte ich selbstbewusst auftreten und euch eine Hilfe sein. Aber ich weiß nicht, ob eure Erwartungen erfüllen kann.
unbedingt machen. Tora wollte schon immer mehr von Ursulas Gesang hören. Mir geht's genauso. Also, wenn ihr alle meint, dann könnte ich es ja mal probieren. Wunderbar, dann los, sofort alle Vorbereitungen treffen. Büro von Tiptap ist in der Nähe von Bauchignur-Kantine in Argentum. Tiptap wird sofort Programm aufstellen und so weiter. Sobald Freunde bereit sind, bitte vorbeischauen. Hey du! Willst du für uns singen? Ja, ich will es zumindest versuchen. Dann gebe ich dir meine Torigonda. Aber du hast schon darauf gespielt. Ich denke, bei dir ist sie gut aufgehoben. Die willst du mir wirklich geben? Ich habe sie doch erzählt. Bei mir zu Hause haben wir genug davon, wenn wir sie herstellen. Mein Vater meinte, diese hier wäre sein absolutes Meisterwerk. Aber er wird schon nichts davon merken. Jetzt nimm sie schon. Du brauchst doch wohl sowieso irgendein Instrument, oder nicht? Na gut, aber ich leihe sie mir nur aus. Irgendwann gebe ich sie dir auf jeden Fall zurück. Du könntest sie ruhig behalten. Aber gut, wenn dir das lieber ist, machen wir es so. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann noch oft deine schöne Musik hören. Okay, Lampenfieber. Nein, brauchen wir jetzt mal nicht. Oh, hey. Drin gesucht. 10 Portionen Melusina-Honig. Gute Bezahlung. Zu finden im Mücknest. Abzuliefern bei der Residenz des Clanchefs. Gitz Mui, Anführer der Bürgerwehr. Oh, jetzt kriege ich aber Quests. Das ist ja Wahnsinn. Nein. Haben wir denn jetzt alles? Heftig. Lampenfieber. Halte den Dieb ist die Hauptmission. Wo wären die Quests? So, mal schauen. Wo wir dorthin müssten. Mücknest. In Gormod. Wo ist denn das Mücknest? Okay, das zeigt mir jetzt nicht an. Vielleicht nehme ich das irgendwie zufällig da mal mit. Dort oben. Da gibt es schon wieder eine Quest. Mein Gott. And we're you. Let us go. Wieder falsch. Wir müssen dort oben hoch, aber wo müssen wir denn hin überhaupt? Ich will auf den komischen Affen hier aufpassen, weil der macht mich platt. Ah, da hinten ist er schon. So, hier wollen wir hochgehen.
Wie sieht's so, ist es denn da oben? Da muss ich jetzt schon mal hochgucken, Leute. War ich hier schon mal? Boah, Stufe 90, was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Morning. Let us face the day with a renewed. Kannst du reinspringen? Ich weiß nicht, wo es hinführt. Sehen wir es irgendwie? Gormod, wo sind wir? Obere Ebene, glaube ich. Geh bloß hier in den. Hier will es hingehen. Ach komm, ich spring jetzt einfach mal rein. Ah, der ist zurückgekehrt. Dann gehen wir den gleichen neuen Auftrag. So, haben wir denn hier noch in Gormod etwas? Ja. Schwertaxt. Menschenform 2. Okay, schicken wir die beiden mal los. So, jetzt speichere aber mal kurz ab. Und ich muss da jetzt reinspringen, das hilft nicht. Und dann schauen wir, wir können ja dahin zurückporten dann. Boah, wie überlebe ich das? Unterirdische Quelle. Können wir wahrscheinlich wieder nicht nehmen. Schaffen wir wahrscheinlich nicht. Okay, aber ist egal. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass hier noch eine Quelle ist. Sehr schön. Gut. Dann porten wir schnell zurück. Das ist ja kein Problem. Let us go. So, schauen wir mal auf Otto. Die uns erzählt. Das habe ich doch schon mal. Hier war ich doch schon mal. All in one piece. Komm out, komm out. Hast du einen Gamotti-Jung gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Ja, die Burschen habe ich schon öfters gesehen. Ein Fliegerbengel ist das, sag ich euch. Entwischt mich jedes Mal. Erzähl weiter. Gerade eben erst war er wieder hier. Ich habe wie immer gearbeitet, als ich plötzlich Schritte hinter mir hörte. Kaum drehe ich mich um, sehe ich, oh Wunder, wieder diesen Bengel. Aber heute ist er extra schnell weggerannt. Wenn ihr mich fragt, ist der Knabe nicht von hier. Die Kinder aus Torigold hätten nie den Mumm herzukommen.
Wo der Bursche immer hinrennt, kann ich leider auch nichts sagen. Ich hätte nie die Zeit, ihn zu verfolgen. Aber ihr habt doch Klingen bei euch. Die könnten doch versuchen, seine Spur zu verfolgen. Als er vorhin abgehauen ist, hatte es gerade geregnet. Also solltet ihr seine Spur noch sehen können. Großes Danke, Pon. Das kriegen wir hin. Tipps für Abenteuer. Eine verzweigte Mission wurde gestartet. Wie der Name vermuten lässt, ist dies eine Mission, die sich auf mehr als nur eine Weise meistern lässt. Sieht ihr zuerst die Fußabdrücke genauer an. Hast du mit einer Klinge resoniert, die über die entsprechende Fähigkeit verfügt, ist diese Mission ein Klacks. Verfügst du jedoch über keine solche Klinge, solltest du mit Otto reden. Er wird dir sicher einen Tipp geben, wie du dein Ziel dennoch erreichst. Kommt schon, jetzt erzählt mir nicht, ihr könnt keine Fährten lesen. Ne? Ja, Meister. Ich schätze, haltet euch nicht so oft im Wald auf, was? Für jemanden wie mich sind seine Spuren ziemlich offensichtlich. Ach, was soll's, ich erklär's euch, wie es geht. Jetzt will ich selbst wissen, wohin der Bursche geflohen ist. Bitte zeig uns, wie es geht. Schaut euch den Boden ganz genau an. Sucht nach Fußabdrücken im Schlamm oder nach Gras, an dem Dreck haftet. Ach du Scheiße. Wenn ihr solche Stellen seht und dazwischen auch noch immer derselbe Abstand liegt, habt ihr eure Spur. Und erkennt ihr sie jetzt? Cool. Vielen Dank. Hier oder was? Hier sind Fußspuren. Komplett da unten oder was? Ah, hier sind wieder Spuren, okay. Ich denke mal, dass der unten an dem an der Anliegestelle ist, wo wir von dort sind wir nach Uraya gefahren, von dort unten über die Rückgratgrenze. Wolken jetzt hochgestanden wäre, ob der dann auch hier runtergerannt wäre. Hätte er eigentlich nicht gekonnt. Okay, hier kann er schon mal nicht abhauen, hoffe ich. Ja, und wo ist mein... Wo ist mein Kernkristall? Sorry, dass ich ein bisschen gene, aber... Ich bin
etwas müde von der Arbeit, aber ich kann muss trotzdem spielen. If we're on the right track, he should be around you, yeah? Thief using Umon's workshop as hideout! I never dream of such a thing. Ja, ist denn hier eine Kindergang oder was? That's him. Let's surround them, so he can't run. Gotcha. Ah, you lot. Kid, you sure led us on a merry chase. You've wasted a lot of our time, you know. Damn it. Look at you. You're only kids. Why don't you just give back what you took? We'd rather not hurt you or anything. You're basically a kid yourself. Oi, I'll have you know I work for a living. Right. Hand it over. No, you're not having it. Die denn jetzt hier, die Vögel? The core crystal is ours now. If you want it so bad, you'll have to take it by force. Well, nothing for it, I guess. All right. Let's go. Let's show them a thing or two. Oh, no, you don't. Can do it, Red. Must be glad. Let's keep this up and we'll win for sure. Top of them. Make peace. It's okay. Thanks sure. For that. Right there. Why not? Ha! Tora can do it. Gotcha. Eagle Eye. Jack, you must have to show them. Make peace and retreat. Habt ihr jetzt genug? Well, we took it by force. Just like you wanted us to. Titan's foot. You're all barely 10 years old. Why are you stealing from people? Look, keeping your traps shut won't help anyone. My lady, be a little more gentle. Why? They're only petty thieves. Be that as it may, they are still children. Look, I'm sure there's a reason you're doing all this. Are you just that hard up? What do you take us for? We're not some poor beggars. Okay. So it's not money you're after? Then what the hell is it they want? You should just tell everything. Rex not hurt you. Come on. We want revenge. Revenge? We're gonna avenge our village. You don't mean you were planning to awaken this blade and use it? Well, why don't you tell us the whole story? We might be able to help. Bandits attacked your village? It was just a small, peaceful village. But the bad men, just because we had water, they... Did anyone survive? Don't tell me. You're the only ones? What's your name? Me? Why do you want to know? Please, kid. It's Rhys. From Cordell Village. Cordell Village?
Can't say a word of it. It's just a tiny village on the outskirts of Gormot. Not many people know it. Okay, Rhys. I get why you did this. But still, it's not right to steal from people. Besides which, awakening a blade is dangerous. Do you know what happens if it fails? You never know until you try. Long as one of us manages it, that's all that matters. Sounds like you really were desperate, my boy. I assume you know the whereabouts of these bandits? There's a big cave over on Twin Trunks Hill. They use it as a hideout. Oh, Rhys, it's awful! Those scum are gonna... Who are they? Don't worry about them. What's the matter? Right, okay. The bandits are planning to attack Turrigoth. Are you sure? Yeah, we overheard one of their men talking about it in the city just now. And it was definitely one of them. It looked like they were scouting the place out. They were saying with the consul gone, now's the perfect chance to take advantage. A shrewd observation. This would indeed be the perfect time to mount an attack. Are you trying to tell me that idiot consul was actually good for something? So, this all our fault? Well... yeah. I guess we might have been the trigger. We can't sit by and let this happen. Agreed. Right. You lot, you can leave those nasty bandits to us. What? I swear, we'll avenge your village. But... don't worry. By the way, name's Rex. Rhys, take the others and go warn the city guard. Warn them about the bandits. Nah, they probably wouldn't believe you if you said bandits were coming. So tell them about us instead. Tell them the guys who destroyed the water tower are hiding out at Twin Trunks Hill. If you say so, but why? Don't worry, you'll see. We're counting on you, okay? Okay. Okay, wir haben also Rocks Kristall wieder. Und ich will doch gleich mal schauen, ob wir den jetzt resonieren können. Das machen wir aber mit der Nia. Ja, ist nicht verwendbar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge an, wie es denn mit den Räubern weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.